Freunde, wisst ihr, was das im Hintergrund ist? Das ist eine einsame Insel, auf der ich 100 Tage in Minecraft Hardcore überleben werde. Ob ich das schaffe oder ob ich in der ersten Folge sterben werde und das ganze Projekt vorbei ist, seht ihr in diesem Video. Die Idee habe ich leider nicht in meinem Kopf selber zusammengeschraubt, sondern ich habe das Ganze bei Dektiv gesehen, habe damals das Projekt sehr gefühlt und auch mehrmals schon durchgeguckt. Er wiederum hat das Projekt von Forge Labs gesehen und deswegen ist er auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. Guckt euch auch sehr gerne seine Videos an. Wo bin ich? Ja, ich bin auf einer einsamen Insel gestrandet. Ich glaube, nachdem ein Sturm auftrat. Was ist passiert? Ich bin anscheinend gestrandet. Zu dem Zeitpunkt war ich noch etwas verwirrt, wie man merkt. Holz haben wir ja auch direkt ein bisschen. Was ich auf jeden Fall wusste, ist, dass ich Materialien brauche und ganz wichtig, einen Unterschlupf für die erste Nacht. Ich habe ein Fass gefunden, wo noch Materialien von der Schiffsfahrt dabei waren. Ich suchte noch den Strand ab nach Kissen oder irgendwelchen Materialien, die mir was bringen. Nehmen wir noch ein bisschen Holz mit. Heißt ja, wenn es dunkel wird, muss ich schnell machen. Was ist das? Oh, ein Buch? Eine Kette? Und was ist das? Ich fand auch sowas ähnliches wie eine Trophäe. Ich schau mal noch weiter, vielleicht ist noch irgendwo etwas versteckt. Ich suchte wirklich den ganzen Strand ab. Und was ist das? Es geht nicht auf, was soll ich jetzt machen? Okay, Freunde, wir müssen uns kurz eine Werkbank craften. Okay, sehr gut. Ich habe mir also eine Schaufel gecraftet und mich runtergebuddelt. Und was ich da fand, seht ihr jetzt. Jetzt gehen wir hier runter. Was ist das? Ihr Lexikon vom Professor Alex Kahn. Mein Inventar sah zu diesem Zeitpunkt schon schrecklich aus. Okay, wir nehmen die mal mit, Freunde, die Bücher. Ich glaube, die könnten uns später noch helfen. Ich baute mir eine Axt und baute die Fässer und Kisten auf. Ja, sehr gut. Was ist das? Oh. Ist das ein Wal? Das ist ein Blauwal oder so. Aber Blauwale tun ja eigentlich nichts. Ich baute noch ein paar weitere Holzblöcke ab, die am Strand lagen. Und dann wusste ich, langsam muss ich eine Unterkunft finden. Denn wenn es Nacht wird und ich keine Unterkunft gefunden habe, ist die Chance recht gering, dass ich überleben werde. Für die nächste Nacht, wie lange habe ich noch Zeit? Nicht mehr so lange. Ich würde sagen, wir kommen ein andermal hierher zurück und müssen erstmal hier rüber schwimmen. Also schwimmte ich auf die andere Seite des Ufers, um eine erste Unterkunft zu finden. Ich erinnerte mich auf jeden Fall, dass ich auf einem Boot war und dann trat ein Sturm auf und ich bin gestrandet. Ich habe etwas tiefer im Dschungel einen kleinen Hügel gefunden und dachte mir, in diesem Hügel wäre die perfekte erste Unterkunft. Wir haben hier gerade einen Baum. Ich würde sagen, wir müssen erstmal ein bisschen Holz nehmen, damit wir die erste kleine Unterkunft bauen können. Also fing ich an, etwas Holz zu farmen und in den Berg mich hineinzubauen. Was ist das? Kupfer, das ist Kupfer, Freunde. Ich weiß nicht, ob uns das was bringt, aber wir nehmen mal ein bisschen was davon mit. Und dann brach die erste Nacht an. Oh nein, Freunde, es wird dunkel. Ihr seht, die Sonne geht da hinten unter. Ich habe das Gefühl, dass hier in der Nacht ganz komische Tiere kommen. Oh, sehr gut, dann machen wir mal eine hier hin. Und dann baute ich noch etwas Steine ab. Jetzt sollen wir mal schauen, ob hier irgendwo komische Monster sind. Vielleicht ist das einfach eine normale Insel. Oh mein Gott, was ist das? Das ist, glaube ich, dieser Creeper. Und ja? Nein. In der ersten Nacht hat ein Creeper meine ganze Base in die Luft gesprengt. Oh nein, 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 nein. Also probierte ich die erste Unterkunft wieder aufzubauen und habe mich dann einfach verkrochen. In der Nacht habe ich probiert, ein paar Monster zu töten und das Ganze ging etwas schief. Ich glaube, ein Schwert ist viel besser. Was ist das? Hallo? Oh mein Gott, der will mich töten, Hilfe! Leider war seine Hitbox wirklich sehr, sehr klein und deswegen war es sehr, sehr schwer, ihn zu hitten. Und ich habe das Ganze zum Glück ganz, ganz knapp überlebt. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Ich habe mich dann entschlossen, den Eingang zu verbauen. Und ich habe gerade wieder ein bisschen Hunger bekommen. Und ich weiß nicht, hört ihr das? Zwei Herzen am zweiten Tag. Wir machen uns mal ein Schwert, wenn wir genug Holz haben, was der Creeper in der Nacht gemacht hat.
Haben wir zwei Fässer, die tun wir mal hier hin. Dann habe ich mir Steinwerkzeuge hergestellt und mir ein gutes Ziel für den zweiten Tag ausgedacht. Könnten doch die Karotten neu anpflanzen am Wasser unten. Ich habe ein bisschen Angst, jetzt hier durchzulaufen. Schaut mal hier, das sieht doch gut aus. Etwas später habe ich eine sehr gute Stelle am Meer gefunden, wo ich mein erstes Feld anlegen möchte, beziehungsweise die Karotten und mein Weizen. Es sieht so aus, als würde es klappen. Die Felder werden nass. Weizenkörner? Oh mein Gott, das wäre richtig gut, wenn wir noch ein paar mehr bekommen. Wir haben leider nur 2 Weizenkörner, aber ich meine besser wie gar nichts. 2 Weizen und 4-mal Karotten angepflanzt. Ich habe mich dann noch auf die Suche gemacht nach ein paar mehr Weizenkörner und habe die dann auch angepflanzt. Und damit haben wir das erste kleine Feld und es ist schon wieder nachmittags. Nachdem ich das erste Feld fertig hatte und die ersten Sachen auch angepflanzt hatte, bin ich zurück zur ersten Unterkunft gelaufen und habe angefangen, nochmal etwas mehr Stein zu farmen. Können wir jetzt vielleicht Treppen machen? Oh ja, können wir. Sieht jetzt nicht so gut aus, aber egal. Können uns noch ein paar Fackeln machen, das ist sehr gut. Dass hier ja nichts am Monstern reinkommt. Nachdem ich die Unterkunft etwas verschönert habe, bin ich noch eine Runde Main gegangen. Oh, wir haben was gefunden, Freunde. Aber wenn ich ehrlich bin, getraue ich mich da noch nicht so rein. Ich bin dann einfach kurz hochgegangen in die Unterkunft und habe die wertvollsten Sachen in das Fass gelegt. Und dann bin ich einfach runter in die Höhle und habe gemerkt, dass das Ganze eine Sackgasse ist. Beziehungsweise ein Donut, wo man die ganze Zeit im Kreis läuft. Okay, wird anscheinend langsam Tag. Ich würde sagen, derweil sortieren wir mal ein bisschen was, was wir haben. Wir haben hier noch ein bisschen Sandwolle vom Strand, was irgendwie mit unserem Boot kam. Ganz ehrlich, das Geräusch hört sich nicht so cool an. Wir haben nur noch 6 Boote, Freunde. Danach ist fertig. Am nächsten Morgen wollte ich direkt zum Feld runterlaufen, um zu schauen, ob schon etwas gewachsen ist. Und da hat mich leider das ein oder andere Monster etwas abgelenkt. Mann, hier sind so viele Hilfe. Was ist das? Oh Mann. Wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. Ja, ich bin vielleicht das ein oder andere Mal an einem Bambus hängen geblieben. Wer bist du denn? Oh, Entschuldigung. Ja, wir sind jetzt erstmal weg. Okay, was ist das? Schwarzpulver. Das könnte echt was Gutes sein für uns. Den Rest des Tages probierte ich wieder zurück zu meiner Unterkunft zu finden und bin dabei im Wald auf etwas gestoßen. Was ist das? Melon. Hat's hier noch mehr? Schade, aber Melonen sind sehr gut. Oh, ich sehe nichts. Und da? Auf dem Baum? Sehr gemeint gewesen vom Skelett, dass es auf dem Baum war. Aber dafür habe ich einen Trick gefunden. Bambus. Wie einfach das abzumachen geht. Das müssen wir uns merken, Freunde. Mit dem Schwert können wir Bambus durchschneiden. Okay, hier ist wieder mal einer explodiert. Okay, vielleicht können wir ja hier irgendwann mal was reinbauen. Ich muss sagen, unsere kleine Basis sieht schon gut aus, aber ich glaube, wir können hier nicht bleiben. Ich habe dann meine Kisten und mein Inventar etwas aufgeräumt und habe mich entschieden, einmal runter ans Meer nach dem Feld schauen zu gehen, ob vielleicht schon etwas gewachsen ist oder wir uns sogar schon ein Brot machen können. Guck mal, das, ist das fertig? Wir lassen das mal noch. Ich habe Angst, dass das noch nicht fertig ist. Wer ist er denn? Ich glaube, die Hummer wollten etwas von meiner Ernte klauen und deswegen musste ich sie töten. Nachdem ich die 2 Hummer getötet habe, bin ich zurück zu meiner Unterkunft gelaufen und habe mir ein paar Materialien sowie Werkzeuge mitgenommen, um eine kleine Erkundungstour zu machen im Wald. Und außerdem wollte ich eine Fläche finden für mein erstes Haus. Hier haben wir noch mehr Melonen. Sehr, sehr gut. Wasser. Oh mein Gott, was ist das für ein Berg? Vielleicht gehen wir da ja irgendwann mal hin. Wir müssen uns auf jeden Fall auch die Augen aufmachen. Okay, ich glaube, das könnte auch... Was ist das? Eine Brücke? Mitten im Regenwald? Ich hatte ein bisschen Angst, aber auch Hoffnung, dass noch jemand anderes im Regenwald war.
Ich meine, wer hat sonst diese Brücke gebaut? Ich entschied mich erstmal weg von der Brücke zu gehen, aber das ist ein sehr guter Orientierungspunkt. Und dann habe ich eine super Fläche für mein erstes Haus gefunden. Hier könnte man doch ein Haus hinbauen, oder? Ich habe mich dann auf jeden Fall entschieden, dass ich hier mein erstes Haus bauen werde. Sind ein Fisch am Schwimmen? Da ist ein Frosch oder eine Schildkröte, weiß ich nicht so genau. Ja, wir müssen zurück. Ich sehe die Sonne schon nicht mehr, die geht gleich unter. Schnell über die Brücke, ich habe trotzdem ein bisschen Angst. Also rannte ich über die Brücke durch den Dschungel und war zu Hause. Wir haben ein bisschen die Gegend erkunden können. Haben jetzt auf jeden Fall zwei Brötchen gegessen, haben nur noch eins und dann müssen wir anfangen, die Melonen zu essen. Ich baute mir einen Ofen und entschloss mich in der Nacht, das Essen, was wir rangeholt haben, zu braten. Den bauen wir hier so ein, damit der immer warm bleibt. Das könnten wir eigentlich auch einbauen, damit wir einfach ein bisschen mehr Platz haben. Wir probieren jetzt mal den Hummer zu braten. Wir nehmen dafür ein bisschen Kohle, würde ich sagen. Es funktioniert sehr, sehr gut. Ich habe dann die zwei Hummer gebraten, plus das eine Hähnchen, was wir hatten. Bin kurz rausgegangen, um etwas Holz zu formen. Und dann am Ende habe ich mich entschieden, die Nacht lang noch etwas meinen zu gehen. So, Freunde, wir bauen eine neue Spitzhacke. Oh, wir haben noch eine, die Holzspitzhacke. Das ist sehr gut. Dafür brauchen wir die auf jeden Fall erstmal auf, um so wenig Ressourcen verschwenden wie möglich. Ich habe so lange und finde einfach nichts. Mein Gott. Warte, was war das? Was ist das? Und ich habe mir jetzt einmal die Steinspitzhacke gemacht. Und mit der müssen wir das doch abbauen können, oder? Oder geht das erst mit einer... Wir haben das erste Eisen. 12 Stück. Das ist krass. Ich habe das Eisen mal in den Ofen gelegt und bin schauen gegangen, ob die Sonne schon aufgegangen ist. Wir müssen warten, bis es ein bisschen später ist. Wir können uns eine Weile auf das Eisen konzentrieren. Ich bin dann zurück in die Unterkunft gegangen, habe das ganze Eisen einmal genommen und mir Werkzeuge gemacht und ein Schild. Wir haben auf jeden Fall noch ein Stück da. Und ich würde sagen, wir müssen unbedingt unser Feld jetzt anschauen. Also lief ich einmal durch den Wald und runter ans Meer. Das ist doch bestimmt fertig. Ja, ich glaube, der Rest ist noch nicht fertig, oder? Wir haben auf jeden Fall ein Weizen schon mal aus unserem Feld. Das bedeutet, unsere Farm funktioniert auf jeden Fall. Ich bin dann zur Unterkunft zurückgelaufen und habe mich entschieden, einen Baum abzubauen, damit wir Materialien für unser erstes Haus haben werden. Und dann gehen wir jetzt einmal einen Baum abbauen. Sollen wir den abbauen? Das wird wahrscheinlich ewig brauchen, aber wir machen es. Okay, Freunde, wir haben jetzt einen ganzen Baum abgebaut. Ich habe dann das ganze Holz sowie ein paar Bruchsteine aus unserem Fass mitgenommen und bin durch den Wald zu unserer Fläche gelaufen. Und wir sind hier wieder mal bei der Brücke, denn wir rennen jetzt schnell dahin, wo wir unser erstes Haus bauen wollen. Ich habe sowas noch nie gemacht. Wir probieren es einfach mal. Ich habe mich entschieden, dann einfach freestyle-mäßig loszulegen. Ich wollte eine L-Form auf jeden Fall bauen. Ich musste da leider noch etwas Erde und ein paar Bambusse wegreißen. Und dann habe ich die Stämme noch etwas höher gezogen und habe eine Steinwand hochgezogen. Freunde, ihr seht schon, es ist schon in der Nacht, aber ich muss unbedingt das Grundgerüst fertig haben, damit wir das Haus morgen fertig bauen können. Das wäre so gut. Dann habe ich das Grundgerüst fertig gebaut und mich entschieden, durch den Wald zurück zur ersten Unterkunft zu rennen. Wer ist er? Okay, er läuft weg. Vielleicht hat er Angst vor uns. Wer ist er? Schnell weg. Schnell weg. Oh mein Gott, das sind zu viele. Was war das? Ich habe dann den Ofen angemacht, damit es etwas warm bleibt und musste einfach die Nacht abwarten, bis es Tag war. Hey, ich glaube, es wird Tag. Was war das für ein Sound? Den habe ich noch nie gehört. Okay, Freunde, wir nehmen jetzt auf jeden Fall alles mal mit, was wir derzeit haben. Was ich auf jeden Fall wusste, ist, dass ich so viele Materialien und Rohstoffe hatte, dass ich zweimal durch den ganzen Wald hin und zurück laufen muss. Ich darf auf keinen Fall sterben, ich habe die zwei Bücher dabei.
Wir sind bei der Brücke. Als ich bei meinem Haus ankam, merkte ich auf jeden Fall, dass ich noch gar keinen Boden drin hatte. Wir füllen schnell den Boden aus. Dann schwimmte ich einmal auf die andere Seite des Ufers und farmte etwas Sand, damit wir auch Glas machen können. Es gab noch ein paar Lücken beim Haus, welche ich ausgefüllt habe. Dann noch das Glas und das Dach. Sagen, hier machen wir erstmal unser Lager hin. Also ich sortiere jetzt direkt auch alles. Dann habe ich einmal alles sortiert, was ich zu diesem Zeitpunkt hatte. Okay, das ist unser erstes Haus. Also ja, es hat noch kein Dach. Ich finde, das Haus sieht gut aus. Und was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass ich mir jetzt ein Boot machen werde. Der Inselfarm, bei der wir angefangen haben. Also stieg ich in mein Boot und fuhr den Fluss hinunter. Da vorne, seht ihr das? Diese kleine Insel, hier hat alles begonnen. Und hier hat alles begonnen. Ich würde sagen, wir nehmen hier mal alles mit. Also ich habe jetzt mal so viel wie möglich mitgenommen. Das kann ich nicht abbauen. Ich weiß auch nicht, was das ist. Aber ich gucke jetzt mal, ob es hier am Rand der Insel noch Hinweise gibt auf irgendwas. Vielleicht finde ich noch irgendwo ein Schiffsbruchsteil am Rand der Insel. Ein Schaf. Es tut mir so leid, aber guck mich nicht an. Danke für deine Hilfe. Guck mal, Vater, was ich da drüben entdeckt habe. Ich glaube, das ist nur eine Melone und Bohnen und Zuckerrohr auch noch. Ich glaube, das ist ein Kakao. Ja, das ist Kakao. Hat's hier noch mehr? Wo ist mein Boot? Was ist das? Dann habe ich eine seltsame Spur aus Steinen gefunden. Sieht aus wie ein Weg, wie eine Wegkennzeichnung. Zumindest dachte ich, es wäre eine Spur. Am Ende fand ich leider nur das hier. Ah, hier hat es einmal Kakaobohnen. Was ist das? Soll ich da reingucken? Ich dachte erst, es wäre eine Falle. Wir entfernen uns ein bisschen. Was? Ja, ich konnte es in dem Moment selber nicht glauben, was ich da fand. Ein verzauberter goldener Apfel. Vier goldene Äpfel. Ganz, ganz viele Äpfel. Und goldene Karotten. Was ist das denn? Das ist aber komisch. Wo ist unser Boot? Wir müssen ja weg. Ich habe Angst. Das muss irgendjemand gebaut haben. Das waren wir nicht. Wir sind alleine hier. Ich fuhr dann so schnell wie möglich zu unserem Haus und baute erstmal ein weiteres Fass aus, um die Gedanken verschwinden zu lassen. Machen wir hier einmal hin. Das hält das. Das ist sehr gut. Dann machen wir hier alles nur an Holz rein, denn wir haben sehr viel Holzsachen. Den Rest des Tages versuchte ich, etwas Ordnung in den Fässern zu bekommen und dann war auch schon Tag 10. Ich muss hier auf jeden Fall noch ein neues Feld anbauen. Wir haben noch ein bisschen Fleisch. Hier oben haben wir das ganze Holz. Wir müssen das ein andermal sortieren. Ich muss das ein andermal sortieren. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Den Rest des Tages habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was die letzten 10 Tage passiert ist und wie die nächsten 90 Tage wohl ablaufen werden. Die Sonne unter. Damit ist Tag 10 vorbei, ja? Tag 10. Oh Mann. Morgen baue ich auf jeden Fall noch ein Dach drauf. Beziehungsweise hole ich die Materialien für das Dach. Und eine Mine müsste ich ja auch noch bauen. Fehlt so viel an für die Nacht. Freunde, vielen, vielen lieben Dank für das Zuschauen bis zum Ende des Videos. Schreibt super gerne mal Bambuskopf in die Kommentare, wenn ihr das hier noch seht bzw. hört. Leider bin ich mitten im Projekt etwas krank geworden bzw. erkältet, das hört man vielleicht auch raus. Falls euch dieses Projekt gefällt, dann lasst doch super gerne einen Like da. Bei 200 Likes kommt Teil 2. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.